Guten Abend zum kurzen Nachrichtenüberblick bei MDR aktuell. Am heutigen Reformationstag gedenken die evangelischen Christen der Anfänge ihrer Kirche. Martin Luther hatte im Jahr 1517 am Abend vor Allerheiligen seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Pforte der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen, der Auftakt des Reformationsprozesses. In zahlreichen Gottesdiensten und Andachten wurde daran erinnert. Der zentrale Gottesdienst